Um unser Huhn aus Knetbeton herstellen zu können, müssen wir erst einmal modellieren, was wir überhaupt wollen. Hierfür habe ich erst einmal für den Körper eine 18 cm Durchmesserkugel aus Styropor gewählt. Zurzeit kostet die, wenn man in so einen Kreativladen wie jetzt den Daddy oder Actionmarkt geht, etwa 5 Euro. Letztes Jahr, muss ich sagen, hat sie noch 3 gekostet. Dann verwende ich hier so eine herkömmliche Alufolie. Damit forme ich den Hals und den Schnabel. Dafür backe ich jetzt die Kugel da mal ganz komplett ein. Modelliere ich mir das nicht aus dieser Staniol-Papierfolie hier, dann wird es ein bisschen instabil. Packen wir das schön ein. Dann können wir da den Kopf formen. Den Hals, besser gesagt, erstmal. Der kleinen Schüssel verhindert jetzt, dass das in der Gegend rumrollt. Das brauchen wir jetzt nicht. Das wird dann mein Schnabel, die Spitze. Und den Kamm mache ich mir dann separat oben drauf. Weil ich jetzt nicht nur eine Größe haben will, sondern verschiedene, habe ich noch einmal so eine Styroporkugel mit einem Durchmesser von 13 cm. Also, einmal 18, das ist die große, dann einmal 13 und dann habe ich hier noch eine kleine mit 9. Die haben 9 cm Durchmesser. Die bereite ich mir jetzt alle so vor, indem ich sie mit Staniolpapier umwickel, um die Stabilität zu sichern, wenn dann unser Knetbeton aufgetragen wird. Da forme ich mir den Hals. Den können wir ruhig ein wenig dicker machen. Weil wenn das dann einmal umkullert, soll ja der Hals nicht gleich abbrechen. Schlage ich dann einmal so zusammen.
und formen gleich so unseren Schnabel mit. Wir machen hier einen modernen Style. Das heißt, unser Hut bekommt weder einen Schwanz noch Flügel. Aber es bekommt einen schönen Kamm. So schaut jetzt diese Form aus. Ich arbeite mit dem Knetbeton hier in Weiß. Den gibt es auch in Grau. Ich habe den jetzt vom Sonderbaumarkt für 9,99 gekauft. Das sind 2,5 Kilo. Man kann circa halbe bis dreiviertel Stunde gut mit den arbeiten, dann wird er schon fest. Also man muss sich dann quasi ein bisschen beeilen. Ich zeige euch jetzt, wie ich so ein Huhn herstelle. Dafür gebe ich jetzt erst einmal in einer gesonderten Schüssel, die ich extra für den Knetbeton hernehme, mein Knetbeton hinein. Ich gebe Wasser nach Gefühl dazu. Es gibt aber auch eine Gebrauchsanleitung, nach der man das dann auch machen kann. So, das ist ja irgendwie ein Kuchenteig. Man verknetet es so schön. Man darf es nicht zu flüssig machen, weil sonst fällt er nicht. Man kann dann später, er zieht es schnell an, man kann dann da noch Wasser hinzufügen, damit man dann noch besser mit ihm arbeiten kann. Das ist ein bisschen wie ein Kuchenteig. Es darf nicht flüssig sein. Man muss ihn schön kneten können zu einem Klops. So, dann stelle ich mein Wasser mal zur Seite. Und ich habe jetzt hier eine 6er Styroporkugel. Und diese Styroporkugel, die baue ich jetzt quasi ein. Und der, ich habe hier noch so eine Plexiglasmatte untergelegt. Dann muss man, wenn man es wegtransportiert zum Trocknen, dann hebt man die Plexiglasplatte hoch, dann tut man sich einfach leichter. So, und meine Styroporkugel gebe ich jetzt meinen Knetbeton. Und forme den schon schön. Ringsrum schaut, dass alles zu ist, dass da kein Styropor mehr rausschaut. Und dann setze ich sie hin. Jetzt kann ich dann den Hals schon machen von meinem Huhn. Mein Huhn hat natürlich auch einen Kamm. Dann bekommt mein Huhn Augen. Mache ich zwei so Kügelchen.
schauen, dass die von der Größe etwa passen, dass der nicht so extreme Glubschaugen kriegt. Diese Kügelchen, die setze ich jetzt seitlich. So. Dann habe ich hier so eine spitze Nadel, die tauche ich ins Wasser und dann kriege ich meinen Huhn Augen. Wenn es lustig ausschauen soll, dann lasst ein bisschen schicken oder ihr macht sie ziemlich gleich. So. Das ist jetzt quasi mein Huhn. Das lasse ich jetzt ein bisschen antrocknen und dann arbeite ich das mit Wasser und einem Pinsel nach. Jetzt gehe ich mit dem Wasser her und streiche das glatt. Ist jetzt ein bisschen angetrocknet. Wichtig ist, dass man es nicht in die pralle Sonne stellen zum Trocknen, sonst reißt es so schnell. Und dass man 24 Stunden austrocknen lassen, bevor wir dann weiterarbeiten mit unseren Malarbeiten. Ihr kriegt ja mit, zwecks der Sauerei mache ich das natürlich im Garten. Aber wenn man genug Folie auslegt, dann kann man es auch im Zimmer machen.
Da ist noch meine Spitze, den habe ich die Augen noch nicht gemacht. Wenn man ein größeres Huhn macht, dann empfiehlt es sich, dass man mit Staniolpapier die Form macht, den Kopf formt und den Schnabel, weil dann hält es besser. Das muss ja dann auch mehr tragen. Und jetzt gut austrocknen lassen. Ihr ärgert euch sonst, wenn ihr das nicht macht. Jetzt sind unsere Hühner getrocknet, jetzt können wir sie bemalen. Dazu nehme ich Acrylfarbe oder so einen Lack. Den Kamm machen wir natürlich rot. Vom Huhn. Und hier diese Kehlkopflappen auch. So, den Kamm und die Kehlkopflappen, die haben wir jetzt. Jetzt mache ich den Schnabel, den mache ich jetzt gelb oder so orange. Gelb-orange.
Nasenlöcher da oben, die zeichnen wir dann schwarz an, dass die ein bisschen rausstechen. Ich habe jetzt hier einen ganz feinen Pinsel. Jetzt haben wir den Schnabel gelb. Jetzt kommen die Augen dran. Die setzen wir jetzt in Szene. Da machen wir jetzt in das Loch mit der schwarzen Punkt hinein. Dann da oben sind die Nasenlöcher drin, die machen wir auch schwarz. Und das gleiche machen wir jetzt mit unseren anderen Hühner auch.
Und jetzt mache ich auf unseren Körper einfach noch so schwarze kleine Punkte drauf. Also wirklich nur dezent. Das machen wir ringsrum und dann ist unser Huhn auch schon fertig. Dann kann man es trocknen lassen. So schaut es dann aus. Und ich benutze dazu einen Fingernagellackpinsel. Dann ist es schön fein. Ich hoffe, die Idee ist für euch wieder eine Anregung zum Ausprobieren, zum Nachmachen. Ich würde mich auch über ein Feedback freuen von euch. Übrigens, im Sonderbaumarkt, Sonderpreisbaumarkt, gibt es diesen Knetbeton für 9,99 €. Kleiner Anhalt, damit ihr ungefähr wisst, was der so kostet. Ich freue mich, wenn ihr wieder bei einem neuen Video einschaltet, dabei seid, ein Like gebt, uns abonniert und vergesst die Glocke nicht. Die läutet dann, wenn wir wieder ein neues Video hochladen. So seid ihr immer auf dem Laufenden, was wir so treiben. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, Zuschauen und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann, eure Mimi.